Hörer 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einer neuen Folge von Mädchengelaber. Ja, genau, es gibt verdammt viele Situationen, wo ihr dieses richtige Verhalten von Liebe geben und jedoch gleichzeitig wieder nicht zu viel Liebe geben, eben dieses Mittelmaß finden könnt. Und zwar, ihr sollt dem Mädchen nicht sagen: Schatz, warte, ich suche deine Jacke für dich, warte, du Engelchen, bleib hier, bitte, ich mach das für dich. Ihr sollt aber auch nicht sagen: Such deine scheiß Jacke selber, sondern ihr müsst so einen Mittelgrad finden. Das ist vielleicht gerade mit der Jacke nicht so ein gutes Beispiel dafür, aber man muss da so einen Mittelgrad finden. Ja. So, jedenfalls jetzt nochmal von vorher, und zwar das mit den, dass Mädchen Jungs Hoffnungen machen. Und zwar geht es noch darum, dass sie so eine Art Zweigleisigkeit fahren. Digga, sag du mal kurz noch was dazu. Ja, Zweigleisigkeit, das ist einfach so, wenn zum Beispiel ein Mädel einen Freund hat und sie weiß, okay, mit dem Freund läuft es nicht so gut, dann hält sie sich andere Jungs warm. Das heißt also, sie macht anderen Jungs Hoffnung. Falls es mit ihrem Freund nicht klappt, dann hat sie schon die anderen auf Petto, sag ich mal. Und ja, da ich verstehe solche Mädels gar nicht, Alter. Die sind einfach für mich ziemlich behindert, weil ich habe letztens eine Nachricht, ich habe mich bei so einem Chat angemeldet, ne? Ich lerne auch viele Mädels durch Internet zu kennen, durch vielleicht Handy-Apps oder Facebook, keine Ahnung. Ich lerne die halt manchmal da kennen, nicht nur in Real Life so. Heutzutage lernt man die ja so auch per Chat kennen. Und da gibt's echt tatsächlich ein Mädel, was mir geschrieben hat, so, also ich schreibe so, hey, ne? Ich sag so, hey, okay, schon wieder ohne Smiley, wo ich mir denke, oh, sie denkt wahrscheinlich, Smiley ist kindisch oder keine Ahnung, was für ein Scheiß. Ganz ehrlich, ohne Smileys kommt das Ganze total unsympathisch rüber, weil wenn man schon miteinander chattet, dann bitte auch mit Smiley, weil das sind die einzigen Emotionen, die man per Chat rüberbringen kann. Was anderes geht nicht. Ich meine, wenn man nur hey schreibt, dann weiß ich nicht, ist sie traurig, ist sie kurz vom Weinen oder ist sie überglücklich? Ich hab keine Ahnung, Alter. Also bitte mit Smileys. Meistens denke ich dann, die ist übel traurig, weil, ja, keine Ahnung. Ohne Smiley so einfach hey. Kannst du dir vorstellen, welche mit so hey, ne? Oder übel schüchtern, keine Ahnung. Und ich schreibe so, ich schreibe so hey. Dann schreibt sie so, wie geht's? Auch ohne Smiley. Ich sag so, gut, und dir? Habe ich extra mit Smiley so geschrieben, ne? Mit dem Lachsmiley. So, ja, mir geht's auch gut. Und dann schreibt sie so, bist du auf der Suche nach einem Freund? Nach einer Freundin, meine ich, ne? Und bist du auf der Suche nach einer Freundin? Und ich schreibe so, eigentlich nicht so, aber wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Dann sagt sie mir eiskalt, ich glaube, das war der vierte Satz oder so, ich bin auf der Suche nach einem Freund. Ich hoffe, du auch. Ich habe echt nicht verstanden, was das soll, Alter. Wie verzweifelt kann man sein und wie unattraktiv kann man sein, in seinem eigenen Leben nicht so weiterzukommen und sich einzubilden, dass es mit einem Freund so besser wird. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe echt Mitleid mit der, weil ich finde das ziemlich armselig. Zum Beispiel, ich habe keine Freundin. Ich bin ehrlich, ich bin nicht der größte Frauenexperte. Ich weiß nicht alles. Ich weiß schon ein paar Sachen, natürlich, weil ich viel Erfahrung mit Mädels gemacht habe und so weiter und so fort. Aber... Ah, der Danny hat jetzt leider gerade vergessen, was er sagen wollte. Das kann auch mal passieren. Jedenfalls, Das ist immer übel nervig. Ich will immer was erzählen, ne? Ich habe immer was zu erzählen. Dann will der Nico was sagen und dann will ich einfach weiter erzählen. Aber dann vergesse ich auf einmal, was ich erzählen wollte, weil ich auf einmal, wer Nico erzählt, so viele Sachen erzählen will. Dann vergesse ich alles. Das liegt an meiner psychischen Art und Weise. Ich habe doch gesagt, es gibt so viele Sachen. Nee, warte. Ich will noch was sagen. Und zwar zu dem, was wir vorhin gesagt haben mit der Zweigleisigkeit. Und zwar ist das sowas von mega asozial. Und Mädels, hört auf mit dieser Scheiße, weil... Es geht ganz einfach darum, als Junge, du machst dir Hoffnungen, ja, das haben wir Jungs einfach so drin, Mann. Und wenn du dann auf einmal kommst und sagst, hey, du, mit meinem Freund läuft's gerade nicht so gut, ich sag, ah, okay, das ist sehr gut für mich, ich wollte dich nämlich schon immer haben. Dann flirtest du mit der, machst du dies, das, ja, triffst dich sogar mit der und denkst du die ganze Zeit, hey, wann macht sie Schluss mit ihrem Freund? Dabei wartet ihr vergeblich. Oh, das ist so behindert, Alter, das ist das Dümmste, was es gibt, Alter. Es ist echt das Dümmste, oh, was es gibt, es kotzt so an und der... Alle Jungs, die das machen, ich bemitleide euch Jungs und lasst euch nicht auf so eine Scheiße ein. Ey, das ist so wieder sowas, da wissen die Mädchen, hör zu, ich bin das einzigste Mädchen in seinem Leben, er kriegt eh keine anderen ab, das macht euch wieder unattraktiv. Ohne Witz. Und ihr müsst einfach, guck mal, wenn die noch mit ihrem Freund zusammen ist, dann hakt es direkt ab, Alter. Die soll erst mit ihrem Freund Schluss machen und dann könnt ihr gucken. Weil glaubt mir, es wird immer so laufen, die wird euch Hoffnungen machen und am Ende heißt, nee, ich bin wieder bei meinem Ex-Freund oder bei ihrem Freund geblieben oder was weiß ich. Und dann seid ihr am Arsch. Für was? Für nichts. Ihr habt nichts bekommen. Erstens, wenn dieses Mädel einen Freund hat, dann denkt man nicht ans Zusammenkommen, dann denkt man einfach nicht dran. Zweitens bin ich der Meinung, dass man auch ein Mädel, die einen Freund hat, nicht unbedingt bumsen sollte. Wenn man,
Da bin ich mir nicht ganz. Also, wenn man nicht weiß, man weiß es nicht, dass sie einen Freund hat, ne? Dann macht, was ihr machen könnt, ist ja nicht. Ist ja ihr Ding dann. Ist ja nicht euer Problem. Aber wenn sie einen Freund hat, dann sollt ihr verdammt nochmal nicht dran denken, irgendwie mit ihr zusammenzukommen. Und noch eine Sache: Wenn ihr mit einem Mädel zusammenkommen wollt, dann kommt man nicht gleich beim zweiten Mal mit ihr zusammen. Diesen Fehler habe ich auch schon mal gemacht, Alter, nach einer Woche gleich. Und das ist einfach das Behindertste, was man machen kann. Das ist das Allerbehindertste. Erstmal müsst ihr mit dem Mädel schlafen. Und zwar habe ich da auch was drüber gelesen, ne? Und das stimmt wirklich. Und zwar, wie verliebt sich eine Frau, indem ihr sie anfasst? Und immer wenn ihr sie anfasst, schüttet die Frau ein Hormon aus. Habe ich auch gelesen, ne? Und das stimmt auch zum Teil. Also das stimmt eigentlich vollkommen. Sie schüttet ein Hormon aus. Hier ist mir der Name hier. Was haben die Frauen? Kein Testosteron, sondern Amphetamin. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das Hormon jetzt heißt. Auf jeden Fall schütten sie davon aus. Und bevor ihr mit einer Frau zusammenkommt, müsst ihr mit ihr Sex haben. Wer zum Teufel kommt auf die Idee, mit einer Frau irgendwie, außer wenn ihr irgendwie Muslime seid oder keine Ahnung, wenn ihr keinen Sex haben dürft, dann lasst es einfach, ja. Aber bevor ihr mit einer Frau zusammenkommt und ihr auch Sex haben dürft, in Anführungsstrichen, dann muss man mit ihr schlafen. Ich, ganz ehrlich, ich würde nie wieder mit einer Frau zusammenkommen, bevor ich mit ihr nicht geschlafen hätte. Die meisten sehen das jetzt halt gerade so als Punkt, ja, ich will nicht gleich mit dem in die Kiste steigen und so. Das ist Unsinn. Dabei, ja eben, Sex ist doch eigentlich was Gutes, mal ganz ehrlich. Sex ist was Gutes. Ich meine, ihr müsst einfach nur verhüten und wenn ihr sollt auch nicht, wenn ihr mit den Mädels schläft, mache ich auch nicht. Ich sag niemals, mit welchen Mädels ich geschlafen habe und mit welchen nicht, weil ich einfach irgendwie, das ist einfach respektlos gegenüber den Mädels, wenn man den Jungs oder seinen Kumpels vielleicht privat sagt, okay gut, aber dann auch wirklich nur Leuten, denen man vertraut, weil die meisten Leute, oh, die hat mit dem geschlafen, die hat mit dem geschlafen, die ist eine Schlampe und dann bereut sich wieder und dann steigen die Mädels mit den Jungs nicht mehr ins Bett. Eben, und genau so sind eben diese Schlampen entstanden, weil Boys eben ihre Fresse nicht halten können und dann meinen, sie müssen den Big Barbo raushängen lassen und allen rum erzählen, ja, ich habe die gevögelt. Deswegen, weißt du? Wenn es um Kimi geht, wenn es um Lea geht, wenn es um Knutschi geht oder keine Ahnung, welche Mädels ich jemals getroffen habe, dann sage ich euch nicht, ob ich die gebumst habe oder nicht. Das könnt ihr euch denken. Habe ich die gebumst oder habe ich die nicht gebumst? Keine Ahnung, hatte die gebumst oder nicht? Das bleibt, und das kann ich nicht sagen, das sagt man nicht. Auch wenn ihr, das sage ich Nico vielleicht, ja, weil Nico, ich Nico vertraue und er wird das ja auch nicht so sagen. Aber das sagt das nur euren Freunden und sagt das nicht anderen Leuten, das ist totaler Unsinn. Wenn ich das jetzt sagen würde, was meint ihr, als was die abgestempelt würden, wenn ich die wirklich dann auch ins Bett bekommen hätte? Obwohl das ja auch gar nicht so schlimm ist, mit einem Mädel zu schlafen. Ein Mädel ist auch keine Schlampe, wenn sie sofort mit dem Jungen schläft. Wenn sie mit 10 Jungs hintereinander schläft, dann kann man sie als Schlampe bezeichnen. Dann ja. Aber nicht, wenn sie mit einem Jungen schläft. Tut mir leid, Alter. Bei mir, es gibt Leute, es gibt Mädels halt, die trifft man halt das erste Mal. Man ist zu Hause alleine. Man hat Lust, keine Ahnung, man will einen Film gucken, man hat aber dann Lust bekommen und da sehe ich keinen Grund, nicht miteinander zu schlafen. Ja. Denn immerhin sind Junge und Mädchen dazu bestimmt, miteinander was zu machen. Richtig, wenn das Mädchen eben nicht so eine ist, die das mit jedem macht und bei jedem beim ersten Mal, sondern wenn es halt gefunkt hat und wenn es gut gelaufen ist, warum nicht? Das einzige Manko, was ich dabei habe, ist einfach, dass man denken könnte, ja, wenn sie mit mir ins Bett gestiegen ist, dann hat sie das mit anderen auch getan, vielleicht beim ersten Mal. Weil wisst ihr, was ihr euch denken müsst? Darüber müsst ihr gar nicht denken. Denkt euch einfach, dass, ich habe es einfach besser gemacht als die anderen Jungs. Ja. Das müsst ihr euch denken und sie steht einfach mehr auf mich, ich sehe besser aus als die anderen. Denkt euch das einfach, auch wenn es also ganz klingt. Aber dann verliert ihr sofort den Eindruck, dass das eine Schlampe ist, weil ist es nicht. Und heute kommt schon, egal, es gibt natürlich viele Schlampen auf der Welt, ne? Aber doch nicht jede, Alter. Und keine Ahnung, Alter. Es gibt definitiv Mädels, bei denen, gut, bei den Anständigen ist es eigentlich meistens nie so, dass ihr die beim ersten Mal ins Bett bekommt. Aber wenn ihr euch gescheit anstellt, dann schafft ihr das auch beim zweiten, dritten Mal. Mhm. Was jedenfalls, was ich als eine Art Pflicht empfinde, ist, wenn ihr was mit einem Mädel haben wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall beim ersten Treffen mit ihr rummachen oder sowas. Also da ewig warten, weil das ist dann richtig scheiße. Ewig warten ist das Behindertste, was es gibt. Ja, vielleicht will ich ja gar nicht. Ja, macht euch, ja genau, das sind genau diese Hemmungen. Macht euch über die nicht so viele Gedanken. Aber ich finde eigentlich, das Thema Hemmungen ist ein geiles Thema fürs nächste Mal. Wenn es ums Thema Hemmungen geht, ja, dann müsst ihr euch ganz klar was in den Kopf setzen. Und zwar denkt niemals großartig drüber. Unterhaltet euch einfach mit der Frau. Guckt, wie sie auf euch reagiert. Wenn sie nicht abgeneigt reagiert, dann macht euch
nicht zu viele Gedanken drüber, hey, könnte die vielleicht gar keine Lust auf mich haben oder könnte die vielleicht gerade keine Lust haben oder vielleicht mag die mich gar nicht, vielleicht findet sie mich hässlich. Das Einzige, wie ihr das rausfinden könnt, ist, tut's einfach. Küsst sie einfach, macht sie einfach an, fasst sie an, was weiß ich. Ihr werdet dann schnell merken, ob das wirklich gepasst hat oder nicht. Aber fangt klein an. Das ist ganz wichtig. Erstmal ja, den Arm vielleicht um die Schulter legen oder so. Genau. Geht nicht direkt hin und so natürlich nicht, ne? Das macht man nicht. Hab ich auch mal einen Kumpel gehabt, und zwar, der hat mir eine Story erzählt, ne? Er trifft sich so mit einem Mädel und er hat in dem Moment richtig Lust, ne? Er war noch mein damaliger bester Freund, ich glaube, wenn er das Video guckt, dann weiß er, wenn ich meine, ne? Er trifft sich mit einem Mädel, ne? Ich glaube, er kennt sie mittlerweile schon so 5 Minuten. Er geht mit ihr irgendwo in den Park, setzt sich auf eine Bank und einfach so nimmt er ihr Kopf und küsst sie einfach. Sie hat ihm einen Klatscher verpasst und ist weggelaufen. Also das geht gar nicht. Also natürlich ist es ein Versuch wert, weil man irgendwie denkt, okay, die steht eh auf mich, also küsse ich die einfach mal. Aber das machen die meisten Mädels eh nicht mit, ja. Also legt erstmal eure Hand einfach so um ihre Schulter so. Euer Arm. Und vor allem, was ganz wichtig ist, und zwar, während ihr dieses ranmachen sozusagen, während ihr dieses Prozedere durchmacht, ich empfehle euch immer, redet währenddessen, weil wenn ihr einfach still sitzt und auf einmal kommt da der Arm angeflattert, ja, was denkt die Tuss dann? Das kommt auch irgendwie komisch. Das war's auch heute für diesen Part. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich morgen den nächsten hochladen soll. Außerdem schreibt in die Kommentare, welche Fragen wir von euch als nächstes beantworten sollen, und abonniert meinen Kanal für besten Sex. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao!